Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Project Cars mit mir im Partian LP an diesem Rennwochenende. In Amerika starten wir auch in Amerika, aber in Watkins Glen. Drecke, viele Haarnadeln, aber auch viele lange Geraden. Und wie schon mein Lieblingszuseher bei Project Cars gesagt hat, wir fahren wieder den wilden Heckler. Und raus. Enge Strecke. Oh. Zurück an die Box. Wenn die Rundenzeit schon nicht gültig ist, können wir es auch vergessen. Da drückt es mich auch bei niedriger Geschwindigkeit vollkommen raus. An die Strecke erst gewöhnen, die schnell ist. Viele langgezogene Kurven besetzt, die unangenehm zu fahren sind, meiner Meinung nach. Die unterbrochen wird durch diese Schikane, Doppelschikane. Das Blöde ist, das Auto ist auch beim Anbremsen sowas von unruhig. Ich finde es halt auch eine Frechheit, wenn man irgendwo raushört, dass die Rundenzeit gleich ungültig ist. Warum auch immer sowas sein sollte. Dient es der Sicherheit des Fahrers oder hat es einen irrelevanten Project Cars Grund? Kurz ist sie nicht, die Strecke. Muss auch erwähnt werden. Ja, okay, jetzt geht es los. Uiuiuiuiui. Mann. Ah. Die Strecke. Gott, ist sie anstrengend zu fahren. Machen wir halt noch eine zusätzliche Aufwärmrunde. Ab hier geht die Strecke, aber die ersten Kurven, ey, dass man da das Auto kontrolliert bei der Geschwindigkeit, das ist so anstrengend. Da müssen wir einfach vorsichtiger reinfahren. Fällt mir erst auf, dass hier Werbung für Zippo-Feuerzeuge gemacht wird. Wenn ich rauchen würde, dann hätte ich ein Zippo-Feuerzeug. Bessere Feuerzeuge gibt es einfach nicht. So, nächster Anlauf. Dürften die Reifen auch warm genug sein.
Okay, das lief jetzt besser. So, das ist jetzt die rechte langgezogene Kurve. Achtung auf die Schikane. Leider musste ich hier jetzt extrem lupfen. Weiter auf die Curbs rausgekommen. Kein Problem, solange es nicht regnet. Dann rutscht man hier auch nicht weg auf den Curbs. Oh, die habe ich schlecht genommen. Ja, da fahren wir aber eindeutig nochmal eine Runde. Natürlich verbessert, aber ich glaube, wir sind trotzdem noch 20. Nee. Einer war langsamer als wir. Ich hoffe, ich bin sie noch besser gefahren als vorher. Die Schikane hätte ich am Ende weiter außen beenden müssen, damit ich diese Rechtskurve von vorher besser nehmen hätte können. Und viel schneller bin ich nicht. Ich hatte da die eine verkackte Kurve, die ich verbremst habe. Ich glaube, das war eh diese hier. Ah. Schauen wir mal, was rausschaut jetzt. Wieder 20. 18. Ich diesmal langsamer. Ich habe diesmal nicht gebremst, ich bin nur vom Gas gegangen. Bei der ersten Kurve hat man es gemerkt, wie weit es mich nach außen getragen hat. Jo, vorbei. Da wollte ich zu viel. 19. Na gut, machen wir das Rennen. Kann man nichts machen. Außer jetzt wieder einen super Start machen. Ah, diesmal war er durchschnittlich gut. Der Hinterbein ist mir auch ein bisschen aufgefahren.
Pass auf, ich bin innen. Pass auf, ich bin außen. Boah. Boah, die bremsen da auf der... Warum auch immer sie hier bremsen. Das wird deren Geheimnis bleiben. Warum er hier bremst, weiß ich auch nicht. Das wird ein Geheimnis bleiben, warum der da so früh bremst. Nee, aber echt, das starte ich jetzt neu, weil das, wo die jetzt überall gebremst haben, da würde kein Schwein bremsen bei der Schwierigkeitsstufe von 85. Wer bremst hier bitte? Hör mal, wer da bremst. So werde ich den Part nennen. Ja, der grüne Porsche ist auch ein Startmeister. Wie er mich nach außen schubst. Er hat mich berührt. Oh! Ja, klar. Das Feld ist noch relativ eng beieinander. Oh, ich habe schon jetzt leider eine kleine Lücke reingefahren. Ein Top-10-Platz wäre halt schon schön. Ja, komm! Willst du mich verarschen? Wie mich der Wichser wieder rausdrängt. Ja. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich mein Handy hören. Aber ich kann natürlich jetzt nicht... Mann. Ich komme auch nicht mehr weg. Nee, ihr habt es nicht gehört, weil ich es zum Glück auf Vibrieren gestellt habe. Aber nachdem ich da so weggecrashed wurde, habe ich jetzt natürlich den Rhythmus verloren. Außerdem verzieht mein Auto nach dem Crash immer nach links. Das war auch der Grund, warum ich bei dem Anbremsen dem anderen in der Schikane so reingefahren bin. Es war keine Wut.
wie unfair sie hier heute gefahren sind. Besonders in dieser Kurve eben. Kann halt diese langgezogenen Kurven kaum nehmen. Das Auto fährt immer nach links. Das ist eine Katastrophe, ey. Und eine Kurve, die ich im Qualifying immer schön genommen habe, nehme ich halt gar nicht mehr. So kann es gehen, 20. Meine Fresse. Also die KI ist auch dumm wie Stroh. Nee, dümmer als Stroh. Ab durchs Ziel bei diesem Jammerspiel. Sieht man auch schön das ramponierte Auto. Das hoffentlich die anderen zahlen. Ach, das ist jetzt vorbei, oder wie? Nee. Nur noch 5. in der Gesamtwertung. So, beim nächsten Mal geht es wieder im Historic GT5 Cup weiter. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Euer Passian LP. Tschüss Leute.